Grüß euch, liebe Freunde der interstellaren außerirdischen Problematik. Grüß euch zurück zur dritten Reinkarnation der Protagonisten in Aliens, Colonial Marines. Die dritte Inkarnation, weil am Anfang war mein kleines Dirndl mit einem Facehacker im Gesicht. Die hat das erste Schiff versenkt, weil sie gekokelt hat. Danach war mir ihr Gespann, Compadre, mit der Mütte, der da erschossen worden ist, weil er gepetzt hat. Und jetzt sind wir ein Wissenschaftler, R. Levi, also Space-Dschungelkämpfer mosaischer Konfession, der sie ebenfalls Krach eingehandelt hat, Zoff eingehandelt hat, und zwar mit der Wayland Yutani Honey Corporation, die sie wie roter Faden der Zerstörung durch den kompletten DLC bis jetzt gezogen hat. Die erste hat das Wayland Yutani Schiff von sich selber gesprengt. Der zweite ist von Wayland Yutani mit auf kurzer Distanz mit einer Knarre gegen die Rübe ballistisch entsorgt worden. Und der Kollege jetzt ist eigentlich ein Wayland Yutani Wissenschaftler, der mit der ganzen Massenmörderei einfach nicht mitziehen kann und sich deswegen gegen Wayland Yutani gestellt hat. Also Deserteur mit Keeper, aber auch mit großem Kaliber. So. Rekapitulieren wir ein bisschen weiter. Ich habe keine Ahnung, wie wir auf den Mond kämen, auf dem wir gegenwärtig sind. Das ist nämlich wieder jener Mond, wo das allererste Alien-Schiff liegt und gerade im großen Stil analysiert wird von der Wayland Yutani Corporation, weil in der Sequenz davor im Prinzip ja wir auf der Penal Colony landen, auf Flores, Florida, wie auch immer, wo wir dem ejecteten Dropbot von der Ripley nachfliegen und dann ja auch die Sequenz mitkriegen, wo sie Ripley opfert. Ripley tot. Das ist definitiv die Gefängniskolonie. Und jetzt auf einmal sind wir wieder auf dem Mond. Also ich hab jetzt gerade am Klo, wo sonst, drüber nachdenkt, wie zum Henker kämen wir eigentlich zurück auf den Mond da mit dem Alienschiff. Wir waren doch gerade eben noch auf einem komplett anderen Planeten. Aber gut, das sind so die Mysterien, die an mir vorbeischleichen, wenn es lustig sind. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt, wie das passiert ist, genau dieser transplanetare Übergang, dieser fließende. Wir sind auf jeden Fall auf der Flucht vor Weyland-Yutani-Truppen, gerade in ein Tunnelsystem eingedrungen. Da verstecken wir uns offensichtlich, oder das führt irgendwo hin, wo es Erlösung verspricht. Dann schauen wir mal, was ihm den Loch so spült. Resume the campaign, please. Levy, think. These tunnels should lead to the inner compound where the main communications array is. Well, we got big-ass guns and a can-do attitude, so I say let's go and see what happens. Nothing else, maybe the lighting will be better. Ein kleiner Seitenhieb auf die Lichteffekte. Okay, also Riggs, coole Sau vor dem Herrn, meint, wir haben große Knarren und eine Can-Do-Attitüde. Also, gehen wir's an. Und wenn schon sonst nichts ist, vielleicht das Licht nur besser. Hey, schau! Vielleicht gibt's da ja Aufklärung. I've set up a tunnel for luring in the Queen, but the plan's got some problems. Firstly, we need somebody to lure the Queen to the lift. And there's nobody around here who's got a powerful desire to die. There's your first snack. Secondly, once we've got the Queen angry, she ain't just gonna run down the tunnel by her lonesome. We're gonna have to deal with a whole horde of the things. And our firepower's already spread thin thanks to the big-ass cave we dug into. I recommend we don't attempt to snag the Queen until we've at least got another dozen gun hands for defense. More bait. Okay, der Tunnel führt zur Queen, wohin auch sonst, ne? Also zur Alien-Ober, zum Brainbug, mehr oder weniger. Und coole Sound, die wir sind, gehen wir natürlich zu zweit genau den Weg. Vielleicht soll es Mick sagen, Hicks, du, wir gehen gerade dorthin, wo es ganz gewaltig weh tut.
dreimal lieber wieder um und schießen auf die anderen hinter uns. Das ist aber wesentlich weniger unsympathisch. Like some sort of natural caves. Ah, ja. You know if it connects to the other side? No idea. Well, after you. Sagt der Marine gerade zum Physiklehrer, er soll vorgehen. Herrlich. Na gut. Ach Gott, gütiger. Und wieder mal Höhlen. Höhlen again. Was da so rumpelt, ist die Queen, die sauer ist. Ist er da runtergehupfen? Ernsthaft? Alter, da hast du wohl ein Rad ab. Ich spring da nicht runter. Und da wieder die vollkommen falsch gesetzten Easter Eggs auf Prometheus, weil... Ah, wieder. Das war ein Pub. Eine Drohne aus Prometheus. Nur... Problem ist, was der... in Prometheus, da finden sie den Planeten, der seit Jahrzehntausenden immer wieder in der Geschichte der Menschheit vorkommt. Auf Höhlenmalereien, auf Keilschrift, auf etc. bla bla, also in der Story von Prometheus. Und immer wieder auf eine Sternenkonstellation oder Planetenkonstellation verweist, zu der sie dann schlussendlich auch fliegen in Prometheus und dort das Engineers-Schiff finden, nämlich genau das, also gleiches Schiff, gleicher Bauweise, wie es da auch bei uns liegt. Und dort setzen sie diese Levitationsdrohnen aus. Also warum da jetzt auch Levitationsdrohnen von vor 200 Jahren durch die Gegend flutschen, mag ja nicht gemeint sein. Das rote Ding, das vorhin vorbeigeflogen ist, ist aber leider chronologisch nicht möglich. Es sei denn, die Technik hat sie punkto Aufklärungsdrohnen in den letzten 200 Jahren überhaupt nicht weiterentwickelt. Kann natürlich auch sein. Und ich bin wieder der Idiot. Ah, shit. Ja, richtig, shit. Gut, verheizen. Ah, die Fackeln super, das könnte man rennen. Renne, Arschloch, und lass mich durch. Nein, du kriegst mich nicht. Na gut, du vielleicht schon. Aua. Ja, ich war zu eh schon wieder. Also, I'm out, cover me, Mörder. Ja, also gegen Feuer. Gegen Feuer sind sie überhaupt nicht immun. Die Sache ist, ich bin gegen ihre Klauen noch viel weniger immun. Dass die Viecher trotz Flammenwerfer mit mir aufführen, ist echt unflätig. Und jetzt ist der Flammenwerfer weg und ich sehe immer noch Blut. Satz, komm her da. Irgendwie so ungute Gefühl, dass ich demnächst wieder im Eimer bin. Weil ich keinen Checkpoint finde in Bälde. Das heißt, wir sollten uns vielleicht bewegen, Mr. Riggs. Da war extrem schwierig zu manövrieren, das Terrain. Man bleibt permanent in irgendwie gerade Ecken und Kanten hängen. Der Higgs beschwert sich jetzt wegen einem Wayland. Jetzt. Bisschen spät, Mr. Higgs.
So, meine Herren, es wird Zeit, sich weiter zu bewegen. A goodie cave. Oh, baby. Weihnachten. Weihnachten. Ich hoffe. Was geht da auch? Ja, Ricks. Ricks zielstrebiges Vorrücken. Immer einen halben Schritt hinter mir. Diese ängstlichen Speed- und Stealth-Aliens, die mir überhaupt nicht gefallen. Also echt, die gefallen mir sehr gut. Aber von wegen Lighting, er hat recht. Die Lichteffekte sind in der Höhle ziemlich interessant. So ein bisschen Magma. Ex, warum rennst du so? Den Abwehreffekt haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. So, da ist er wieder! Ja, das sind die Aufklärungsdrohnen aus Prometheus. Nur leider im falschen Schiff, am falschen Planeten und irgendwo knurrt schon wieder was. Faucht, die klingen alle wie Heizkörper, die entlüftet werden. Oder Herz-Lungen-Maschinen-Patienten. Ich wollte da eigentlich noch weiter tun, aber rennt der Hicks wieder hin. Ich bin da noch nicht fertig, Spiel. Scheiße, ich geh noch nicht weiter. Das war jetzt eine eindeutige Bestätigung für die Vermutung, dass die Weyland-Yutani Corporation die Aliens verwenden möchte. Als Waffen, als billige Arbeitskräfte, Erntehelfer, was auch immer. Auf jeden Fall wollen sie die Queen in der Containment Chamber stecken und dann dort außerfinden, auf welcher Art die mit den Drohnen kommuniziert. Und ich hab nichts verloren. Na, da vorne ist er. Nehmen wir alles zurück. Oh my God, it's the Queen. Ja. Well, shoot her. Minen. Ach du Scheiße. So, get the fuck out of here, hat er gesagt. Hast du das jetzt, wir rennen jetzt einfach nur? Meine Güte, ich verliere permanent den Ricks, Hicks. Diese Aliens sind echt überschlägig. Wenn sie im Familienverband auftreten. Gott, ist das viel. Getting out of here, really?
Okay, du bist ein Rückzugsgefecht. Haben wir schon wieder verloren, da ist er. Du, dreh mir nicht dauernd davon, du bist der Soldat. Puh. Ja, aber da sind wir ja... Keine Ahnung, am Bord, da ist schon wieder so viel. Ja, Vorsprung durch Technik. Der Granatwerfer macht's möglich. Nächster. Haut's an die Amulettur. Du weiter, Rex, komm. Ja, ich hab auch schon lange nichts mehr. Dude, jetzt komm, gehen wir weiter da. Nix, gehen wir? Oder weißt du, da bis alles, was an Xenomorphs existiert? Was hat er schon? Der hat schon wieder Visionen, er hört schon wieder Stimmen. Was? Was? Was flüstert die Königin? Warte, werd eins mit mir. Und jetzt kriegst du ein Kind von mir. Komm, Hex, let's roll. Geh weiter. Ich geh jetzt einfach, mir wurscht. Bleib, wo du bist. Ganz allein durch die Tropfsteinhöhle marschieren. Ja, komm. Ah ja, wir wollen ja irgendwie zu die Comrades, was auch immer wir dort sollen. Whoa! Xenomorph down. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist er. So, also da haben wir jetzt doch einiges an außerirdischen Wolfen verschrottet. What the hell? What? Schön. Wirklich? Aha, da erwischt's mich nicht. Verstehe. Und tschüss. Okay, das wird jetzt ein Spielchen von Deckung zu Deckung hupfen. Ein bisschen kleine Aliens anwehren und schauen, dass die Mama Alien nicht dazukommt. Ich bin ja im Cover. Achso, war richtig. Die kleinen Aliens sollen wir ja sehr wohl erschießen. Und jetzt muss ich warten, bis sie langweilig wird, oder was? Oh, ich komme nicht durch. Na, du kriegst mich nicht. Hex! Oh, Hex! Mach was! Ich blende dir ins Gesicht. Tut dir das wirklich nichts, wenn ich das anschieße? Na, die ist unsterblich. Hex! Okay, make a run for it zur nächsten Mission. So wischt's mir auch nicht. Aha, so geht das Spielchen. Komm her da, schau mal da. Der Titi ist viel guter. Alien Queen. Das Titel ist viel guter.
Na, wo muss ich hin? Dame. Gut, nehmen wir halt nach, falsch. Make a run, make a run, make a run, get to cover, 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 get to cover. Schneller zu cover getten. Ich glaub, da war ich schon mal. Hm. Strike 2. No? Also das Ganze machen wir genau noch einmal. So, das ist da mal Cover 1. Und von da handeln wir uns weiter in die Mitte und von der Mitte dann da weiter nach rechts. Nicht mehr? Na. Okay. Das war Strike 3. Ich blende aus, mache das offline, also off-recording. Und wir sehen uns, wenn wir den Blödsinn geschafft haben wieder. Bis dann.